Volle die Eier. Hallöchen, ich bin Luke. Ich bin Melissa, hallo. Und heute findet etwas statt, das nennt sich Kanaltausch. Und zwar tausche ich mit der lieben Rita, der Frau Redeklug, den Kanal. Das bedeutet, es gibt auch von ihr ein Video zu sehen auf meinem Kanal, da oben auf dem i. Und was sollte man wohl auf ihrem Kanal tun, außer Eier angucken und auspacken? Kann ich das Große jetzt hier schon aufmachen oder kommt es zuletzt? Ich würde sagen, wir machen das zuletzt. Aber dann will ich das Sandmännchen-Ei. Du willst das Sandmännchen? Ja. Dann nehme ich die tote Minimaus, die ist leicht angequetscht. Eingedellt. Ich wusste bisher gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Mickey-Maus-Eier, Winnie-Pooh-Eier, ja, Minimaus, ne? Sandmann. Oh, ein Blau von Cyber. Da hat Hagrid drauf gesessen, darum ist es kaputt. Aber es gibt Schokolade. Ist es so schlau, die Schokolade von diesem Basteltisch zu essen? Naja, was dich nicht tötet, macht dich stärker. Das bisschen Glitzer. Ich bin ja kein Fisch. Das ist Sandmann nicht. Pittiplatsch ist das, oder nicht? Ja, das ist wie damals beim Pittiplatsch. Sandmann. Passt sogar. Wird der noch produziert? Keine Ahnung. Sandmann, ich glaube schon. Oder der Pittiplatsch, nee, der ist alt, ne? Oh, aber die Schokolade schmeckt überhaupt nicht. Was zum Freckles ist das? Für dein Armband. Ja, weil ich hier so viele Armbänder habe. Da ein Minimausherz für mein Armbändchen, mein Freundschaftsarmbändchen. Na, wir können ja auch schnell ein Ohrloch stechen. Oder ein Piercing in ein anderes Körperteil. Ja, kein Problem, wir haben eine Menge Nadeln hier. Ziehst die Hose runter, hängt da so ein Minimausherz. okay. Minimaus. Da gibt's noch mehr davon. Das ist nur einer von 12. Kauft euch diese Eier! Dann habt ihr alle Minimaus. Aber immer noch kein Armband. Das ist eigentlich das Problem. Wo bekommt man das denn hin? Wo bekommt man sowas? Oder schweißt man sich das selber zusammen? Willst du nicht mal sowas basteln? Das ziehst du jemandem ab? Ab. Na klar. Vom Arm. Nee, du hackst ihm einfach den ganzen Arm ab. Der dachte ich jetzt auch so. Okay, nächstes Ei. Nächstes Ei. Was hast du da? Ich hab den Mickey Maus. Ich hab Winnie Pooh. Wir lecken gleich einfach den Tisch ab, dann hat sich das. Dann gibt es noch was für sehr seltsame Fetischisten. Tischfetischisten. Gibt es noch was? Basteltischfetischisten. Tischfetischisten, die Tische ablecken. Oh, ein Puzzle! Puzzle! Wow, richtig gut! Sieht man das? Ja, es ist genug Platz auf dem Tisch, um das zu puzzeln. Ja. Es gibt auch ganz viele Puzzle. 1 von 8. Ich finde, das sollte auch jetzt durchgespielt werden. Das sollte nicht schneller gemacht werden. Komplett live. Es ist total verschwommen, weil wir hier benutzen hier keinen Hammer. Na, Autofokus. Ach, guck mal, wer da kommt. Okay, ich hab's geschafft! Yay! Ach, das ist sogar Nummer 2, das steht drauf. Hast du gerade? Ja. So lol. Ja. Ach so lol, du musst aber runter, weil alle, die mit mir drehen, müssen immer runter. Oh, das Große jetzt, aber da schmeckt die Schokolade wenigstens gut. Stimmt, Kinderüberraschungsmaxi schlag mich tot, geklaut an Ostern. Wir drehen, kannst du mal leise sein? The question is, wie kriegt man das auf? Na, auseinander. Ach nee, krass, ist ja voll zugeschweißt. Na, das ist kindergerecht. Kinder hasst auch Kinder. Ich hab ein Loch. Ja. Was? Boah, endlich mal gute Schokolade hier. Guck mal, ist so groß wie mein Gesicht. Ein schöner Hut. Wow. Okay, wow, das ist ganz schön groß. Schwer zu verschlucken. Schweinerei. Mit einer Schaufel? Was zum? Und einer Pinzette? Das ist ganz seltsam. Und Flügel. In einer Bürste. Okay. Ach, der hat seinen Besteck. Ach, das ist so ein Grabekäfer, oder wie heißen die? Ein Grabekäfer? Das ist FSB33. Kennt man doch. Das ist ein sehr romantischer Kindername. Das würde ich meinem Spielzeug auch geben. Man soll ihm sein Werkzeug in den Rücken stecken. Habe ich. Ernsthaft? Da. Von alleine? Ja. Unfassbar. Da wäre ich nicht drauf gekommen. Brutal. Das ist ein Serienkiller. Wer hat seine Werkzeuge mal mit dabei? Wenn Rita das immer macht, ne, dass sie nicht total fett ist. Mit der ganzen Schokolade. Download the free Magic Kinder App. Wahrscheinlich verraten die einem da den Namen, wenn man denen 10 Euro überweist. Das sind Gartenarbeitskäfer. Die arbeiten im Garten, damit die Kinder auch mal rausgehen und nicht immer nur YouTube gucken, so wie ihr gerade. Kannst du hier so ganz kleine Sachen haken und auch so eine Pinzette. Kannst du so kleine Sachen, weiß ich auch nicht. Und eine Schaufel. Das ist sehr verstörend. Es ist ein bisschen verstört, ja. Was machen wir jetzt mit dem ganzen Scheiß? Die Kinder draußen bewerfen. Ja, stimmt. Hier, isst schlechte Schokolade. Hier. Vorher noch Glitzer drüber machen. Nee, das waren Fische. Ja. Was war dein Highlight? Ja, das Puzzle. Ja. Ich sag das Puzzle. Ja, ich würde auch sagen, das Puzzle. Ich hatte am meisten Spaß mit dem Puzzle. Das hier musst du nehmen. Ich habe kein irgendwas, wo ich das dran machen kann. Das packen wir ein und schicken Rita. Das ist wirklich vielleicht die ekligste Schokolade, die ich in meinem ganzen Leben gegessen habe. Ich habe Winnie Pooh gar nicht ausgepackt.
Was? Wo ist denn drin? IA ist drin. Ja, das ist, okay, das ist der Favorit. Ja, der Esel. IA. Wer ist dein Lieblingscharakter bei Winnie Pooh? Entweder IA oder Ferkel. Ferkel. Tigger ist aber auch voll cool. Stimmt, Tigger ist auch Tigger cool. Ist, Tigger war immer mein Favorit. Der und der schlecht gelaunte Hase. Tigger wird doch gesprochen von Jim Cummings, glaube ich, ne? Echt? Ja, ja, also wie gesagt, das Video von Rita auf meinem Kanal findet ihr oben auf dem i und natürlich auch meinen Kanal nochmal komplett und Melissa. Hallo. Obvious. Ach nee, tschüss ist jetzt. Tschüss. Wir singen.